One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Lady Ashbury, what brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Das klingt wie ein schlechter Witz. Nein, ich glaube schon, sie wird auch um der Opfer wissen, die man mit dieser Last eventuell zu beklagen hat. Sie war die Gutherzigkeit selbst. Ich weiß es nicht, ich kannte Mary nicht. Aber in dem Fall fühlte ich mich natürlich schuldig. Ich weiß, in dem Moment konnte er nichts dafür, weil er einfach nur Blutdurst gesteuert gewesen ist und nicht darauf geachtet hat, was er da tat. Ich denke mir mal, er wollte nicht unbedingt einem Menschen Leid zufügen und schon gar nicht seiner Schwester. Aber in dem Fall fühle ich mich eher wie ein Heuchler. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Wie könnte ich? Doch, das sollte man. Man sollte das lernen, nie aufgeben. Wie soll das gehen? Ganz ehrlich, ich lerne jede Nacht. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Sie kann mir aber doch nicht sagen, ich soll meine Menschlichkeit nicht verlieren und dann im nächsten Moment soll sie sagen, darf ich keine Reue spüren. Reue ist doch auch menschlich. Ich werde Ihren Ratschlag befolgen. Ich bin kein gläubiger Mann. Vielleicht haben Sie recht. Nein, in dem Fall kann ich jetzt nur so handeln, wie ich bin. Und ich bin kein gläubiger Mann. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Okay. Ich soll beichten gehen. Wieso habe ich die Witwe in Nöten da noch stehen? Oh Mann, Mary, es tut mir echt leid. Da liegt die Rose noch von der Mutter.
Gut, wir sollen also zur Kirche gehen und beichten. Warum habe ich denn die Witwe da noch drauf? Weil ist hier sonst noch irgendetwas? Nee. Das sieht ja wirklich schrecklich hier aus, ne? Man könnte meinen, das ist irgendwie verwüstet worden. Ich meine, gut, inzwischen hat keiner mehr Zeit, die Beerdigung wahrscheinlich so durchzuführen. Aber das, was hier so aussieht... Gut, gehen wir beichten. Ist hier noch irgendwas? Oh. Eine kuriose Formel. Okay. Aber es lohnt sich wieder mal zu gucken. Das darf man echt schätzen. Ich habe die Bank kaputt gemacht, weil ich da mit meinem Fuß gegen gekommen bin. Okay. Wow. Ich bin aber stark. Starke Füße. Okay, jetzt gehen wir aber wieder zurück in das Viertel. Ist hier noch was? Achso, oh nein, jetzt hätte ich fast um ein HD. Also wir wissen nicht, ob hier irgendwie... Was rumst hier so? Ach, das sind die schon wieder. Weißt du, die gehen mal voll auf den Keks. Whitechapel Old Road. Status bedenklich, ja, aber es ist auch wieder ein Unterschlupf, ne? Da können wir eben ganz kurz gucken, bevor ich mich da um die Typen da unten kümmere. Wie könnten die damit umgehen? Es ist kein Unterschlupf. Schillinger Chinin. Hier ist ein Unterschlupf, alles klar. Weißt du, mit solchen Typen, die nebenbei auch mal hier alles eintreten, kann man auch nicht schlafen. Wir haben was zu analysieren. Okay, eine kleine Menge belebendes Blut mit dem Ausdauerserer für Vampire hergestellt werden können. Analysieren, um die Blaupausen anzusehen, auf jeden Fall. Tada! Eine kuriose Formel. Diese auf ein Stück Papier geschriebene Formel scheint komplex zu sein. Sie muss analysiert werden. Okay, was haben wir da? Ja! Ja, 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 ja! Migräne. 1,17. Ja, haben wir genügend von. Okay. Und gegen Neuralgie. Wow, okay. 4 von 16, 15, 25 Ergotamine. Komm. Damit ich es einfach dabei habe. Ich denke da auch weniger an mich. Ich weiß, dass ich mich auch heilen könnte. Damit wir es einfach dabei haben. Chinin, Codein und Kaliumpermanganat. Alles klar, das wird wieder verwertet. Da kenne ich nichts. Schwert, Stufe 4, können wir nicht. Uns fehlen drei Teile eines guten Griffs. Alles klar. Was ist mit der Schrot? Brauchen wir auch. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Ärger provozieren können, ne? Oh, was ist das? Autsch. Da waren gleich Patronen mit bei. Okay. Okay, wer seid ihr? Aufs Schwert reagieren die alle relativ gut. Mach ich. So? Du hast gesagt, ich soll mich umdrehen. Wir können auch in die Richtung gehen. Wir wollen ja erstmal... Wir könnten uns jetzt sicherlich mit denen prügeln. Vielleicht wäre das sogar ganz gut. Aber wollen wir jetzt erstmal gar nicht. Was ist denn hier? Waren wir hier schon mal? Oh. Warum treffen die denn nicht auf die? Es sind zwei. Uah. Ja, Schwert ist genau richtig. Alles klar? Schwert ist genau richtig. Schwert ist genau richtig. Schon wieder so einer. Oh, du verdammter Mistkerl. Nein! Nein, 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 nein! Ah,
Weg, 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 weg. Wo kommen die denn jetzt her? Da durchziehen? Alter Schawitzki. Okay, jetzt muss ich mal eben ganz kurz. Was war das denn? Off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Du willst mich richten. Okay, was war denn das jetzt gerade? These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Okay. Was war das denn jetzt gerade? Sind wir in eine Cutscene reingestolpert? Wo war ich denn jetzt gerade? Ich hatte doch gerade gekämpft. Da oben. Sind die jetzt alle wieder da? Ja, geht gerade nicht anders, Jonathan. Sind die alle wieder da? 4 Stück. Da oben ist noch einer. Die sind natürlich alle irgendwie gegen die Schusswaffen. Der nicht. Da ist der andere. Oh, das bringt den ganzen Ärger gerade nicht. Oder lohnt den ganzen Ärger gerade nicht. Wir wollen ja zur Kirche. Okay, wer war er jetzt eben hier? Oh, was ist da denn los? Wer bist du denn? Henry Kane. Not a safe place right now, sir. Okay. Sir, best be moving on. Ich stehe doch hier nur. Ach, das hat gar nichts gewirkt, wenn ich da nicht drauf gucke. Alles klar. Mich verbrannt. Ah, das reicht nicht aus. Ey, willst du mich verarschen? Das ist ein Bossgegner? Was tut der? Nein! Mann, ich hab G gedrückt. Ich wollte mich heilen. Du wurdest besiegt. Wir sind nicht länger Teil dieses Kreises aus Leben und Tod. Wir sind Untote, mein Freund. Und als solche sind wir ausgestoßen. Das macht's dir nicht einfacher, jetzt gestorben zu sein. Du wurdest besiegt. Wow, großartig. Jorgen, kämpf du mal da hinten. Ich dachte, ich könnte dem helfen. Ich dachte, dass ich helfe dem Reverend. Dass das auch so ein Idiot ist, hätte ich nicht gedacht. Aber wir kriegen den. Ja, genau, macht mal. Guck mal, Reverend Kane. Wird jetzt schon angeschlagen. Mhm. Ja, wie wäre es denn damit? Dann mach doch jetzt mal deine Tricks. Ah,
Ah, Mensch, kann der mal aufhören, mich immer zu verbrennen, der Blödmann? Ach, warum schießt du denn nicht genau auf den Typen, verdammt nochmal? Schießt die böse Tür an. Genau, das ist eine ganz tolle Idee. Die ist richtig übel. Die will niemanden reinlassen, die Tür. Die muss dringend beschossen werden. Mann, hör auf jetzt. Ja, ja. Du ja. Auf jeden Fall. Ach, ich habe gar nichts mehr um meine... Okay, das ging auch. Hauptsache, die haben nichts zum Heilen dabei. Der ist down. Okay, das ist schon mal gut. Und dich kriege ich auch noch, Reverend. This man stunned me with his faith. Ja, das brauchen wir, das Ding. His crucifix. Ja, können wir das nehmen? This is not good news. Doch, das ist gut. Wir können das nehmen und können es auch benutzen. Achso, er meint jetzt, weil wir, weil wir Vampir sind. Okay. Vampirvorurteile. Aber wir haben ein Spiegelbild. Und ich kann den nicht looten. Das war ein schwieriger oder Zwischenboss. Ein Gegner ist es ja nicht, aber ein Zwischenboss und ich kann nichts machen. Aber guck mal, ich kann durchrennen. Haha, so viel zum Kruzifix. Ich kann durchrennen und nichts passiert. Halt, der hat was dabei gehabt, alles klar. Er bleibt stehen, um angeschossen zu werden? Ha, was ist denn das hier? Ja, komm her. Okay, da hat er ein Problem mit. Ja, eben, das ist smart, ne? Oder? Mich hier hinter zu verstecken und nicht von dir erwischt zu werden zu können. Das ist richtig smart, finde ich. Boah, was hat der für eine Waffe? Was war denn das? Und der hat auch nichts dabei. Doch, da liegt was. Oh, wow, die haben alle eine Kohle dabei. Hm. Okay. Da kann ich aber nicht hoch. Hm. Okay. Da ist so eine Mülltonne. Da wohnt wohl jemand im Souterrain. Kann das sein? Sagt das heutzutage überhaupt noch jemand im Souterrain wohnen? Na, ist da zu? Nee, da ist offen. Da muss ich auch hin. Okay, dann gehen wir erstmal woanders hin. Wer bist du denn? Schütze von Priven oder Priven? Könnte ein bisschen Blut gebrauchen. Da müssen wir nicht hin. Und ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir das tun sollten. Wer bist du? Warum kann ich die anderen nicht anvisieren? Ich mag die ja nicht, ne? Weil die auch zu anderen nicht nett sind. Nicht nur zu uns nicht. There's safer places to be than here. Last warning. Ja, ja. Okay, wir wollen nichts von denen und ich muss jetzt nicht zwangsläufig nur hier rumkämpfen. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Kirche. Legen die Beichte ab, wie Lady Ashbury ja meinte. Aber Whitechapel ist gut. Wir haben jetzt ein Heilmittel gegen Migräne. Ach, das waren wieder... Ach, hier sind wir! Und hier soll ich beichten! Hier haben wir das Blumenmädchen getroffen. Warte mal, hier ist auch, hier vorne, da vorne steht die, die Dame eines bestimmten Gewerbes. Und wer bist du nochmal? Du bist der Journalist, ne? Ich glaube. Good evening, Doctor. Can I help you? Na, kann ich dir helfen? Wir gucken uns dich als erstmal, ich untersuche dich. Der hat auch Erschöpfung. Na komm. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation? Vor allem immer, wenn er hier im Regen rumrennt, ohne Regenmantel. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Mm. Errungenschaft freigeschaltet, hippokratischer Eid. Boah, kalter Tee. Das ist so untypisch für Goodbye, England, Mr. oder? Darby.
Genau, er war der Journalist. Jetzt gucken wir mal eben Whitechapel. Whitechapel. Das war er. Dann haben wir hier... Den haben wir noch gar nicht kennengelernt, okay. Die beiden. Nee, nicht die beiden. Doch, die beiden. Vater und Sohn. Die würde ich auf jeden Fall ganz gerne. Ach, die wohnt auch hier. Alles klar, die Witwe. Was? Moment. Oh nein, jetzt erinnere ich mich an den Pfarrer wieder. Lady Ashbury will, dass ich bei dem die Beichte abgebe? Nee, ne? Okay, großartig. Hier ist schon sehr bedenklich. Wo war sie denn? Christina Popper. Okay, keine Ahnung. Da soll ich die Beichte abgeben. Da steht er immer noch und lamentiert im Regen. Oh, an den erinnere ich mich. Gruselig. Warst du das? Du bist aber nicht Christina Popper, oder? Wir gucken. Guten Abend, Christina. Doch, das ist your mind, Mr. Reed? Nein, ich habe Angst um deine Gesundheit, meine Liebe. Und ganz ehrlich, sie hat Erschöpfung. Alles klar? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Es ist kostenlos, auch ohne körperliche Gegenleistung, glaub mir. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Das glaube ich. Thank you, sir. Mach's gut und bleib nicht so lange im Regen stehen, Süße. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. So, das andere Erschöpfungsdings. Bin ich mal eben vorsichtig. Joe Peterson. Das waren die, die gemeckert haben, ne? Guck mal, wie viel EP der geben würde. oh, da haben wir noch den wir nicht kennengelernt haben. Irgendwie in der Richtung, alles klar. Na, Jungs? Ja, ja, von wegen. Bevor wir beichten gehen, will ich erstmal eben gucken. Wir haben Christina jetzt Mittel gegen Erschöpfung gegeben. Wo waren denn... War das hier? Er hatte auch irgendwas, ne? Ich glaube Bronchitis oder sowas. Bronchitis. Wir haben was gegen Bronchitis. Das heißt, ich kann ihm was gegen Bronchitis geben. Ich bin's, dein neuer bester Kumpel. Hallo, Dr. Reed. Come on in. Supi, danke. Wir sind jetzt aber beste Kumpels, ne? So, Darius. Pass auf. Yes? Oh, ich liebe es, die heilen zu können. Ich finde das so klasse. Do you need some help, Mr. Petrescu? I'm very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Doch, brauchst du. Ganz ehrlich, mit Bronchitis ist nicht zu spaßen. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Das ist es, mein Freund, das ist es. Goodbye, Mr. Petrescu. Sehr gut. Darius. Der hat auch eigentlich auch keine Funktion mehr, weil da, wo die Schwester vorher behandelt hat, ist doch alles ausgeräumt worden. Hä? Nee, falsch. Hier. Gibt's hier noch irgendwas zu gucken? Nee, er erholt sich. Oh, schön. Ich liebe es. Er erholt sich. Sehr schön. Oh, das klingt alles nicht gut. Moment, wir gucken uns mal eben so um. Kriege ich hier einen... Die kenne ich noch nicht, ne?